Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, wir machen weiter bei den PvP-Missionen. Ich hatte übrigens ein bisschen Glück mit dem Goldziehen hier. Es waren fürs tägliche Einloggen 3 goldene Energiezellen, die man bekommen hat. Und normalerweise hätte man hier an der Stelle 15 Gold bekommen. Für die 3 goldenen Energiezellen hatte ich 2x 8 und einmal 21. Kommt das ungefähr hin? Nee, 2x 8 und einmal 12. Genau, 2x 8 und einmal 12 Gold drin. Dementsprechend bin ich jetzt auf 28 Gold. Also es ist nicht alles schlecht, was die Energiekanister angeht. Es kann auch tatsächlich mal 12 rauskommen. Es geht anscheinend in Zweierschritten oder so. Also ich hatte mal 5 Gold, dann mal 2 Gold. Dann hatte ich mal, ich hatte nicht 2 Gold. Der gute Ruffy Monkey hat 2 Gold. Ich hatte einmal 5, 2x 8 und einmal 12. So ungefähr war das, ne? Also, man kann auch tatsächlich Glück haben und ein bisschen höhere Beträge an Gold bekommen. Hier, ne, seht ihr es? Das ist ganz gut so, da freue ich mich. Wenigstens eine Sache, die gut ist. So, wir dürfen aber nicht viel Zeit verlieren, denn wir haben großen Zeitdruck. Wir sind nämlich Stufe 26 oder Rang 26 und müssen, haben nur noch 13 Tage Zeit. Das bedeutet, wir müssen uns schnell nach oben spielen, also Rang 16, so rum, haben noch 13 Tage Zeit, mindestens auf Rang 5 zu kommen. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier bei den Belohnungsinformationen. Ne, hier, wenigstens Rang 5 möchte ich gerne erreichen, dass wir Vibranium haben und Black Panther haben. Wenn es Rang S klappt, dann ist es super klasse. Ansonsten gebe ich mich hiermit schon zufrieden. So, also, ne, es kommt ja auf den Charakter an. Die Fähigkeiten kann man immer noch freispielen. Dann starten wir mal rein. Auf geht's! Die Gegner haben einen Moon Knight, einen Vision und einen Iron Man, einen taktischen Iron Man. Der Tactical Iron Man ist keine große Gefahr für Daredevil an der Stelle. Vision könnte auch von unserem Spidey besiegt werden, das wäre auch ein großes Problem, aber der Moonlight macht mir Sorgen. Wenn es ein 4-Sterne-Moonlight ist, dann kann der schon mal ein komplettes Team ganz alleine wegräumen, einfach weil er kontert und pro Angriff einen Gegner wegräumt. Wie ihr seht, ist hier, er startet immer kontert. Oh, ne, hier, aus irgendeinem Grund. Schauen wir uns die doch mal ganz genau an hier. Ne, 4-Sterne-Vision hat 3400 Tempo. Wir sind ein 4-Sterne-Daredevil, 3500 Tempo und trotzdem war er schneller als wir. Manchmal ist mir das überhaupt nicht ersichtlich, wieso, oder ist es überhaupt nicht nachvollziehbar für mich, wieso manche von diesen, Charakteren schneller sind als wir. Es macht überhaupt keinen Sinn. So, ich greife mal hier an. Zack, zack. Sehr schön, wir kriegen ein paar kostenlose Angriffe. Luke Cage macht hier mit. Und Moonlight greift gleich mal unseren Spidey an. Schauen wir mal, was für ein Level er ist. Der ist auch 4 Sterne. Also das hier ist, wie ihr seht, ein komplettes 4-Sterne-Team. Bis auf Iron Man. Iron Man ist schwach. Na gut, wenn er schwach ist, nutzen wir es mal aus. Wir machen einen ultimativen Wurf auf ihn. Das bedeutet, wir treffen nämlich gut, machen großen Schaden. Er hat es ganz knapp überlebt, das ist schade. Aber, ich mache jetzt einfach mal hier Netzschuss auf ihn und das sollte reichen. So, dann springen wir mal mit Daredevil auf Moon Knight, der momentan nicht kontern kann. Und Moon Knight hat einen sehr schwachen Ausweichwert, deswegen lohnt es sich, hier ihn anzugreifen. Und noch einmal, damit er auf gar keinen Fall einen weiteren Angriff bekommt. Außerdem hat Vision ja die Möglichkeit, Angriffen auszuweichen. Es ist nie 100% sicher, Vision angreifen zu können. So, er kann auch Ziele mit Schutzbeschränkung angreifen, das heißt, ich mache mir gar nicht die Mühe, Schutz zu machen, aber ich versuche es mit schmerzhafter Zug. Ne, ihr seht es hier, jetzt gehen, sämtliche Angriffe daneben, also er weicht sämtlichen Angriffen aus. Und er aktiviert, neu fokussieren. Springen wir mal ein bisschen in sein Gesicht rum mit Sprungspinne. Es hat funktioniert, das ist gut, hat auch ganz guten Schaden gemacht, leider kein einziger Crit mit dabei. Er greift an, macht großen Schaden auf unseren Spidey, aber zum Glück hat unser Konterangriff getroffen. Wir versuchen es noch einmal mit Täuschungsschlag. Gegner weicht aus. Wir hätten aber gecrittet, deswegen sind wir noch einmal dran und greifen an mit Schlag statt Niederschlag und das war's. Also diese Fähigkeit von Vision ist extrem mächtig und vor allem, wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht und er, obwohl er langsamer ist als wir, trotzdem den ersten Schlag hat, das ist dann teilweise wirklich
Da kann Vision schon mal ein harter Gegner sein. Normalerweise ist Visions Schwachstelle, dass er eben eher langsam ist. Ne? Er kann zwar Angriffen ausweichen, das ist okay, dafür ist er langsam. Aber wenn wir Pech haben, ist er zwar langsam, ist aber trotzdem als erstes dran und pustet gleich mal einen Charakter weg mit seinem Strahl, mit seinem Laserstrahl, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Zum Glück hatten wir keinen Taktiker dabei. Hätten wir einen Taktiker dabei, wäre der definitiv draufgegangen hier in dem Kampf. Und klar, ich habe einen Daredevil. Daredevil ist stark. Daredevil hat 4 Sterne mittlerweile, das müsst ihr beachten. Der Nachteil ist aber, wenn die Gegner eine Angela haben oder ne, sowas wie ein Thor oder sowas hier in der Richtung, also einen guten Aufmischer oder einen Spidey oder so, der prügelt Daredevil weg. Da gibt's kein Wenn und kein Aber. Der macht kleiner als das. Oder auch ein Moon Knight, der noch nicht mal im Vorteil ist, der prügelt ihn trotzdem weg. So, ne, hier seht ihr die Stärke unserer Teamkombination. Für einen Angriff haben wir gleich 2 Bonusangriffe bekommen und haben gleich mal einen Gegner vernichtet. So, und apropos vernichten, wir greifen den Vernichter an. Auch für ihn hat es gereicht. Er hatte bestimmt keine 4 Sterne. Ne, es kommen nicht nur 4 Sterne Charaktere hier. Manche haben 2 oder 3 Sterne und dann haben wir noch große Chancen. So, ich greife an mit Netzschleuder. Hier ist die Chance, dass der Gegner aus dem Gleichgewicht gerät und dass Luke Cage mitmacht. Leider war nicht aus dem Gleichgewicht, aber Luke Cage hat trotzdem mitgemacht. Wir greifen an mit Süße Weihnacht, Sweet Christmas. Luke Cage ist effektiv gegen diesen Gegner. Wir kriegen 2 Bonusangriffe und das war's. Sehr gut. Wir müssen noch einen Sieg holen, dann kriegen wir unsere tägliche PvP-Dreier-Siegbelohnung. Und außerdem haben wir dann Rang 15 erspielt. Ich möchte gerne vom Rang weiter sein als die Zeit, die wir haben. Das heißt, ich werde zwischendurch mal 5 Gold investieren, um unsere Energie wieder, um unsere PvP-Energie wieder aufzuladen, damit wir quasi vom Rang her weiter sind, als wir noch Tage haben. Ne, KAA Mad Dog ist, glaube ich, ein computererstellter Charakter. Also ich sehe oft diese KAAs und MBRs und sowas in der Richtung. Ich stelle mich darauf ein, dass wir den Kampf verlieren werden, dass es ein komplettes 4-Sterne-Team ist. Wasp ist übrigens auch extrem mächtig. Nicht zu unterschätzen. Sie macht nicht so großen Schaden mit einzelnen Angriffen, aber sie ist kaum zu töten. Kaum zu besiegen. Und die Gegner haben ein Spidey mit ein bisschen Pech, räumt er unseren Daredevil weg in einem Zug. Ne, ihr seht es hier, der ist sogar schneller als wir. Wie gesagt, ich vermute jetzt, das ist ein komplettes 4-Sterne-Team. Na gut, er schützt sich selbst, warum auch immer. Dann greifen wir mal an, und zwar den, bei dem die Chance zu critten am höchsten ist. Das ist hier in dem Fall War Machine. Außerdem möchte ich ihn weghaben, damit er eben Luke Cage nicht angreifen kann. So, und jetzt greifen wir an mit Netzschleuder auf Spidey. Er ist aus dem Gleichgewicht, das ist sehr gut. Leider hat Luke Cage mit keinem einzigen Angriff getroffen. Ne, ihr seht es ja, er hat seine Ausweichrate erhöht. Das heißt, wir haben momentan 2 Gegner mit extremer Ausweichrate. Ein Gegner davon ist eben auch Wasp. Und Wasp können wir nicht besiegen, wenn Daredevil stirbt. Also wir haben keine Chance mehr, sie zu besiegen. Ich zeig's mal ganz kurz. 4 Sterne Wasp. Sie hat jetzt schon über 6000 Ausweichen. Wenn sie jetzt auch noch ein paar Buffs aktiviert, ne, und debufft und sich selbst bufft, sie kann sich noch weiter buffen, dann kommt sie auf über 7.000, 8.000 Ausweichen, manchmal sogar auf 9.000 Ausweichen. Und wenn sie das hat, treffen unsere beiden anderen Charaktere sie niemals mehr. So, wir greifen an mit Luke Cage. Natürlich mit Sweet Christmas in der Hoffnung, ein paar Treffer zu erzielen. Hier hat es funktioniert. Wir greifen noch einmal an mit Schlagstock, Niederschlag. Hat leider nicht gereicht. Mist. Ich habe gehofft, dass es reicht. Wir sind noch einmal dran mit einem Konter. Und jetzt hat es gereicht. Zum Glück. So, versuchen wir es mal mit Sprungspinne auf sie. Ne, ihr seht, es ist jetzt schon schwer, sie zu treffen. Und wenn sie noch ein paar Buffs macht, dann ist es fast unmöglich. Jetzt debufft sie uns auch noch. So, ich habe ein Mittel gegen sie. Okay, aber sie scheint keine eigenen Buffs zu haben. Das ist gut für uns. Ich habe ein Mittel gegen sie, nämlich das hier. Gnadenlos gerecht ist mittlerweile auf Stufe 3. Das heißt, es macht mehr Schaden, kostet weniger Ausdauer. Macht Nekrose traumatisiert. Warum ist so gut, das werdet ihr sehen. Zum einen, Schlagstock, Niederschlag kostet nämlich 70 Ausdauer. Letzte Riten kostet auch 70 Ausdauer. Und Täuschungsschlag kostet 50. So, das Problem ist nur, diese Aktion ist langsam. Schlagstock, Niederschlag ist zwar normal, kostet aber 70 Ausdauer. Und gnadenlos gerecht ist zwar auch langsam, kostet aber 50. Letzte Riten wäre langsam, kostet auch 70 Ausdauer. Das Problem ist, dass bei Letzte Riten, Schlagstock, Niederschlag oder bei Täuschungsschlag die Aktion entweder langsam ist oder tonnenweise Ausdauer kostet. Und wir müssten zwischendurch dann eben Mann ohne Furcht aktivieren, um unsere Ausdauer wieder aufzuladen. Wenn sie sich jetzt auch noch heilen kann, weil sie Verjüngungs-Isus hat oder eh schon einen hohen Ausweichwert hat, machen wir pro Angriff vielleicht 10, 20 Schaden und mit Verjüngung heilt sie sich dann um 100 oder so. Also es bringt überhaupt gar nichts. Deswegen mache ich lieber gnadenlos gerecht. Gnadenlos gerecht macht wenigstens normalen Schaden, klar, oder halt
dann auch nicht so viel Schaden, je nachdem, ne, der Schaden ist mir egal, aber es traumatisiert. Traumatisierung macht 100 noch was Schaden, sicheren Schaden, und es macht Nekrose, das heißt, sie kann sich nicht heilen. Und wenn sie unter 20, ne, Nekrose, und wenn sie unter 20, ach, ihr seht es jetzt hier, ne, sie hat jetzt auch mittlerweile schon 6500 Ausweichen, und, Nekrose besagt außerdem, also traumatisiert besagt, wenn sie weniger als 20% Leben hat und wir greifen sie mit dieser Aktion an, dann, ne, ausgewichen hier, ihr seht das schon, also Spidey trifft schon nicht mehr und auch Luke Cage trifft kaum noch. Versuchen wir es doch damit, damit hier, schmerzhafter Zug. Ich versuche nämlich immer, ihr irgendwie plattfüßig zu geben. So, jetzt ist sie größer, jetzt hat sie weniger Ausweichen. Das ist unsere Chance, mit Spidey zu treffen. Deswegen mache ich mal ultimativer Wurf. Wenigstens normaler Schaden. Nein, ihr seht es. Ultimativer Wurf ist extrem stark. Normaler Schaden wäre bei über 2000. Aber es hat bloß 42 oder was Schaden gemacht, weil sie ausgewichen ist. War nur ein Streifschuss. Ihr seht es hier, ne? Wir können das nicht mehr aktivieren. Wenn alle unsere Aktionen 70 Ausdauer kosten würden, müssten wir uns jetzt unnötig aufladen. Aber wir können mit gnadenlos gerecht, können wir sie jetzt trotzdem noch angreifen. Und ihr seht es, wir haben jetzt gecrittet, sehr gut, und ihr seht es, deswegen traumatisiert 1700 Schaden. Das heißt, selbst wenn wir nur einen Streifschuss gemacht hätten mit 10 Schaden oder so, traumatisieren hätte trotzdem über 1000 gemacht. So, wir sind Rang 15, wir sind Gold, das ist gut, wir haben keinen einzigen Siegpunkt dazu bekommen. Das ist das, was mich auch nervt, dass man wirklich jeden einzelnen Siegpunkt selber holen muss. Und wenn wir jetzt diesen Kampf verlieren, sind wir wieder auf Rang 16 und haben sofort wieder 2 Siegpunkte verloren. Das ist absolut widerlich und es ist definitiv nicht richtig, ich hoffe, das wird nochmal gefixt. Also zumindest, wenn ich jetzt auf Rang 15 bin und ich verliere ein Match, müsste ich zurückgehen auf Rang 16, das ist okay, aber dann müsste ich zumindest noch 2 Siegpunkte von Rang 16 haben. Und man kann nicht von mir verlangen, dass ich jetzt sofort wieder ein Match gewinne. Das wäre dann ziemlich doof. So, ne, wir haben nämlich eine Siegesserie von 6, die Chance, dass wir das nächste Match verlieren, steigt enorm. Ne, zum Beispiel hier auch wieder eins der miesesten Teams überhaupt und auch wieder ein Hearts-Counter gegen Daredevil, nämlich Iron Fist, also sowas wie Spider-Man, Iron Fist, Angela vor allem, eine Angela, die schneller ist als wir, Puss im Eimangriff, Daredevil weg, Moon Knight, das sind alles solche Charaktere, also Spider-Man, Iron Fist, Moon Knight, Angela, das sind alles solche Charaktere, die Daredevil, wenn sie 4 Sterne sind, ne, guckt euch das an, der Schaden, den ich genommen habe, und wenn ich jetzt angreife und er ist zuerst dran, er ist auch noch koordiniert, also wenn ich jetzt angreife, dann ist der Devil tot, wenn er zuerst dran ist. Also wenn er kontert, ist auch koordiniert und er hier ist nicht koordiniert, aber gut. Ich versuche jetzt trotzdem irgendwie anzugreifen, das ist das beste Ziel, dass ich angreifen kann an der Stelle. Ich mache es mal mit Täuschungsschlag. Okay, ihr seht es hier. Zack, sein Schild ist weg, hat nicht viel Schaden gemacht, was ich gemacht habe. Jetzt bin ich unsichtbar, ich möchte auch gerne unsichtbar bleiben. Koordiniert ist sie, abschirmen, okay. Er kann wahrscheinlich eh Ziel, unsichtbare Ziele angreifen. Ich bleib trotzdem mal unsichtbar und mach mal hier Mann ohne Furcht auf sie. Ne, und er hier zum Beispiel, Luke Cage, ist zuerst dran. Und hat jetzt ein bisschen Pech gehabt. Hätte er noch einen Angriff gekriegt, wäre auch Spidey tot gewesen. So, wir greifen mit Spidey an, wir können leider kein unsichtbares Ziel angreifen, also nicht sie, deswegen greife ich mal hier Iron Fist an. Ihn haben wir besiegt, zum Glück. Wir müssen wirklich extrem aufpassen. Jetzt springe ich mal mit Täuschungsschlag auf sie, weil er ist nicht koordiniert, ne? Er kann nicht angreifen, wenn wir sie angegriffen haben, aber also müssen wir sie angreifen mit Täuschungsschlag am besten. Wir haben nicht gecrittet, das ist schade. Wenigstens macht Luke Cage mit. Und jetzt müssen wir mit Luke Cage mal versuchen, ihm hier wenigstens plattfüßig zu geben. Es hat nicht geklappt. Wir haben kein plattfüßig ihm gegeben. Das ist sehr schlecht. Aber jetzt können wir sie wieder angreifen. Ich versuch's mal mit ultimativer Wurf. Haben nur gestrifft und ihr seht es, wir haben kaum Schaden gemacht. Also auch so eine 4-Sterne Black Widow ist auch wirklich extrem gefährlich. Extrem gefährlich. So, und so Luke Cage mit verjüngend, ne, das ist ziemlich mies. Ich hab's nicht geschafft, ihm noch irgendetwas zu verpassen. Also irgendwie eine Nekrose verpassen oder so. Wir kriegen 3 kostenlose Angriffe, 2 mit Luke Cage und wenigstens noch einen mit Spidey. Und Spidey ist nichts dran, er hat sogar noch ein Schild, also er geht wirklich voll auf Überleben. Ich versuch's mal mit Netzschleuder in der Hoffnung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hat leider nicht funktioniert. Er ist dran, er geht auch noch in Kontermodus, das ist ganz schlecht für uns. Dann mache ich noch einmal Netzschleuder. So. Wieder hat er den Debuff widerstanden.
Und der Räumfall im Kontermodus ist Spidey weg, weil er jetzt angreift. Okay, wir haben jetzt noch eine Chance. Wir müssen mit schmerzhafter Zug gewinnen. Wenn nicht, haben wir die Runde verloren. Nein, kein einziger Crit dabei gewesen. Er kontert. Wir haben verloren, wie ich gesagt habe. Jetzt achtet mal darauf, auf die Siegpunkte. So wie der letzten Runde. Ah, na gut. Wenigstens ist das jetzt gefixt. Also wir verlieren nicht zwei, sondern nur ein. Dann ist es wenigstens machbar. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir jetzt wieder zwei Punkte verlieren. Aber das muss dann gefixt worden sein. Das ist sehr gut. So, machen wir mal weiter. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, müsste wieder Rang 15 sein. Aber ihr merkt es schon, ne? Also, je höher die Siegesserie ist, umso höher ist die Chance, dass man eben Gegner bekommt, die 4 Sterne haben. Meistens irgendwelche mit MAA oder, oder zum Beispiel, was war das? MRB oder KAA oder MRB oder sowas in der Richtung. Das sind definitiv keine Spieler. Die haben immer extrem, also die haben alle ihre Attacken auf 4, haben 4 Sterne und die tauchen immer und immer wieder auf dann. Auch hier wieder, ne, seht das, ein Iron Fist mit dabei, der mit ein bisschen Pech komplett unseren Daredevil wegräumt. So, Spidey, greif mal an mit Netzschleuder auf Iron Fist. Und wieder ist er nicht aus dem Gleichgewicht. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ich versuche jetzt mal mit Daredevil ihn anzugreifen. Mit Schlagstock, Niederschlag. Perfekt, das hat gereicht. So, wir sind unsichtbar. Jetzt gucken wir doch mal ganz kurz den da an. Ihr seht es hier, 3 Sterne. Und sie hat 4 Sterne, das ist okay. Aber ihr merkt es schon, das ist jetzt kein Team, das irgendwie KAA oder MBR oder sowas enthält. Das ist schon ein bisschen menschlicher, gegen dieses Team zu kämpfen. Aber das Spiel will einem früher oder später mal ordentlich die Fresse polieren. Das kommt einfach. So, wir greifen mal an mit Sprungspinne auf sie hier. Auch den schwachen Schaden von ihr nicht unterschätzen. Sie hat Luke Cage verwundet und diese Verwundung macht großen Schaden. Ich greife jetzt mal an mit einem Sprung auf sie. Schade, aber leider nicht gecrittet, aber wenigstens normal getroffen. Und sie hat es sogar noch überlebt. Ach so, wegen Zähigkeit. Ah, verstehe. Ne, ihr seht ja mal Zähigkeit. Das heißt, die Gegner überleben eine Runde. Habe ich gar nicht nachgeschaut, dass sie Zähigkeit hat. Sonst hätte ich sie gleich weggemöbelt. So, na gut. Ich will Ini eh nicht mit Spidey angreifen. Deswegen mache ich das jetzt so. Hoffen wir mal, dass wir treffen. Jawohl. Sehr schön. So, Spidey ist dran. Jetzt gucke ich mal hier nach, was er so alles hat. Abschirm, verstärkend, undurchdringlich, bla bla bla. Aus dem Gleichgewicht, gestärkt, Klassenvorteil, Schutz. Meine Fresse, was sind das für Buffs? So, wir greifen an mit gnadenlos gerecht. Macht zwar reduzierten Schaden, das ist okay, das wusste ich. Schlag hat auch reduzierten Schaden gemacht, aber Gegner ist traumatisiert. Und außerdem kann er sich jetzt nicht mehr heilen. Wir machen jetzt mal ultimative Wurf, der E-Klassenvorteil. Und jetzt versuche ich mal ganz kurz mit schmerzhafter Zug ihn plattfüßig zu machen. Er hat den Debuff wieder widerstanden. Also Debuff widerstehen ist eigentlich eine Chance von 20%. Aber auch da habe ich gemerkt, hier unzähmbar 20% Debuffs widerstehen. Aber auch da habe ich gemerkt, diese 20% sind auch nicht wirklich akkurat. Die widerstehen Debuffs viel öfter. So, sehr gut. Und jetzt machen wir Schlagstock, Niederschlag. Und das sollte es gewesen sein für ihn. Und wir haben wieder einen Sieg und haben uns Gold zurückerspielt. Grandios. Sehr gut. So, und ihr seht es hier, ne? Wenn ich nämlich keine, wenn jetzt eine Siegesserie nichts mehr bringt, also dass da überhaupt Siegesserie steht, ist schon mal völlig unnötig, weil es ist definitiv nicht richtig, dass man bei einer Siegesserie nicht mehr Siegespunkte bekommt. Das wird auch noch gefixt. Das sag ich euch jetzt schon mal voraus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Gold bin, jetzt brauche ich 3 Siege, um auf Rang 14 zu kommen. Das heißt, ich muss praktisch meine halben Punkte, die ich habe, ne, es kostet ja immer 6. Also ich kann 6 Spiele am Tag machen. Danach muss ich wieder warten, bis es aufgeladen ist. Aber in der Regel, wenn ich jetzt einmal am Tag 6 Spiele mache, dann ist es auf 0. So, das heißt, ich muss 3 Spiele gewinnen am Stück oder 3 Spiele am Tag gewinnen, damit ich überhaupt einen Rang weiterkomme. Später, wenn wir einen Rang weiter sind, dann muss ich 4 Spiele gewinnen, um einen Rang weiterzukommen. Also ich darf dann später praktisch, wenn ich auf zu Rang S will, höchstens 1 Spiel am Tag verlieren, damit ich es zeitlich noch schaffe, auf Rang 1 zu kommen oder so, oder auf Rang S zu kommen, wie auch immer.
Na gut, dadurch, dass ich wenigstens auf Rang 5 will, sollte es machbar sein, aber ich musste wirklich fast jedes Spiel gewinnen, ansonsten muss ich echt Gold investieren. So, ein Spiel haben wir noch vor uns, hoffen wir mal, dass wir dieses Spiel gewinnen gegen Grin Knight. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, haben wir zumindest mal Gold ein bisschen stabilisiert. Wenn wir dann das Spiel darauf verlieren, ist es nicht ganz so schlimm, dann steigen wir nicht wieder sofort ab. So, schauen wir mal. Admin ist unsichtbar. 2-Sterne-Admin mit 4200 Ausweichen. Das ist okay, die können wir schlagen. Er hier ist ein 3-Sterne-Ironman, da müssen wir jetzt auch keine Sorge machen. Es geht mir wirklich um Admin. Auch 2-Sterne-Cap ist keine große Sorge. Ich greife mal ihn an mit Täuschungsschlag, weil die Chance zu critten nicht am höchsten ist, aber die Chance, dass jemand mitmacht, ist hoch, ne? Weil wir zwei Charaktere haben, die mitmachen. Dadurch haben wir den stärksten Gegner schon mal weg. Jetzt greife ich hier an mit Netzschleuder, weil ich ihn nicht angreifen will. Gegner aus dem Gleichgewicht, das ist sehr gut. Das heißt, kostenlose Angriffe von Luke Cage machen 55% mehr Schaden. Ich versuche jetzt auch mal kostenlose Angriffe zu bekommen. Wir kriegen sogar 2. Und guckt euch das mal an, wie wenig Schaden wir machen. Also, wir haben gerade, glaube ich, 3-mal den Gegner angegriffen und haben echt kaum Schaden gemacht. Sehr, sehr, sehr mächtig, dieser Iron Man. Ist auch sehr beliebt mittlerweile im PvP. So, aber ich beschwere mich nicht. Die Gegner haben nicht viele Sterne. Das heißt, die haben nicht die geringste Chance gegen uns. Wir machen mal ultimativer Wurf. Haben nicht gecrittet, hat aber gereicht, um ihn wegzuprügeln. Der Devil ist dran. Der Devil greift an. Zuerst einmal sorgen wir dafür mit Mann ohne Furcht, dass er demoralisiert ist. Und dann seht ihr, er ist verjüngt. Wir machen gnadenlos gerecht. Denn auf diese Weise kann er sich auch nicht mehr heilen. So, und jetzt greifen wir mit Spidey an, hoffen mal, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er hat zwar Klassenvorteil, aber er ist aus dem Gleichgewicht, das ist gut. Luke Cage kriegt einen kostenlosen Angriff. Und jetzt machen wir doch einmal süße Weihnacht, Sweet Christmas. Zwar eine langsame Aktion, weil er uns verlangsamt hat, aber wir kriegen 3 kostenlose Angriffe, die ordentlich reinziehen sollten. Und guckt euch das mal an, wegen seiner Passiv und seinem Schild haben wir trotz all der Angriffe kaum Schaden gemacht. Ne, das ist deswegen, sag ich, Cap, dieser Cap ist definitiv der beste Tank im gesamten Spiel. Weil er sich auch noch heilen kann. Wir haben jetzt Nekrose, aber ohne Nekrose hätte er praktisch keinen Schaden bekommen jetzt in der Aktion, weil er sich so viel heilt. Und ich glaube, er hatte nur 2 Sterne oder 3 Sterne, also viel Potenzial. Ihr seht es, ihr müsst jetzt 3 Spiele noch gewinnen. 1, 2 und dann noch das 3. Spiel, um einen Rang zu steigen. Also das heißt, eigentlich müssten wir 1, 2, 3, 4 Spiele gewinnen, um auf Rang 14 zu kommen. Also fast alle Spiele. So, es ist definitiv viel schwerer geworden aufzusteigen. Es würde mich nicht stören, hätte ich volle 30 Tage Zeit. Aber ich habe leider privat noch viel zu tun. Ich kann in der Regel nur einmal die 60 Tage durchspielen. Ich habe auch noch andere Let's Plays, die ich vernachlässigt habe, die ich gerne vorausspielen, also die ich auch nochmal bringen muss. Und dementsprechend habe ich mit dem, was ich privat zu tun habe, plus die anderen Let's Plays, die ich noch bringen muss, in der Regel nur 6 Spiele pro Tag. Und deswegen wird es echt schwierig. Ich versuche, das hinzubekommen, hier Rang S zu erspielen. Das ist mein Ziel. Ob wir es schaffen oder nicht, werdet ihr sehen. Rang S ist Prestige. Es muss nicht unbedingt Rang S sein, solange wir wenigstens Rang 5 Vibranium erreichen. Wenigstens das möchte ich gerne haben. Rang S ist deswegen Prestige, weil wir nämlich eine von diesen Energiezellen mehr bekommen. Sogar 2. Ihr seht es, wir haben eine dafür bekommen, eine dafür und 2 hierfür. Hier würden wir 8 von diesen Turnierenergiezellen bekommen und Rang S kriegen wir sogar 10. Also es wäre schon wünschenswert, 10 zu bekommen. Wenn es nicht sein soll, dann sei es drum. Aber ihr wisst, worauf das Ganze hinausläuft. So, also, ich kann mich aber nicht beschweren. Wir haben es geschafft, wir haben viele Spiele gewonnen, wir haben ein Spiel verloren. Wieder das obligatorische Spiel gegen das übermächtige Team verloren, das jeder kennt, denke ich mal. Jeder kennt diese Teams, die man einfach nicht besiegen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen und ich hoffe, dass ich es mit euch gemeinsam schaffen kann, stellvertretend für all jene unter euch, die es nicht schaffen werden. Deswegen, ich kämpfe hier auch für euch. Es ist immerhin ein Let's Play. Wir spielen gemeinsam. Let's Play steht für Let Us Play und das heißt, lasst uns spielen. Wir spielen gemeinsam und ich danke euch dafür, dass ihr mir das tolle Feedback gebt, was ihr davon haltet. Auch die Probleme, die ihr hattet, ne, dass ich weiß, dass ihr dieselben Probleme hattet. Und ich versuche das Ganze mit euch gemeinsam für euch zu holen und ich freue mich für jeden von euch, der es auch schafft. Also, lasst meinen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll, dann mache ich alles besser. Das nennt sich konstruktive Kritik. Und ansonsten, ja, danke ich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss!